Also, und zwar wollte ich ja wissen, wie Flecky auch auf die neue, auf den neuen Sven sich hier reagiert. Und hier seht ihr sie schon. Kitty kann nochmal riechen. Ja, und Flecky ist auch ganz erstaunt. Und will gucken, was das ist. Und ja, jetzt setzen wir erstmal diese Karton hier nach unten, damit sie alleine rauskommen kann. Und sie machen natürlich nicht zu, damit jetzt keiner gefährdet wird. Und wir haben unser Kästchen noch freigelassen. Also jetzt können sie schon in die ganze Wohnung rennen. Also halb, halb. Und ja, deswegen rennen auch die Kätzchen hier. Und böse Katze geht nicht mehr böse, wie ihr schon wisst. Und ja, also Flecky weiß nicht, was das soll. Und unser Nein-Welle hier, die wir übrigens Flagge genannt haben, ist auch sehr überrascht. Okay, wir haben den Karton ein bisschen aufgemacht, damit sie auch besser raus kann. Wirklich sehr erschreckt wegen der ganzen Fahrt und so. Kitty will wieder da irgendwo hingehen. Nicht gut. Und ja, Flecky freut sich bestimmt auf seine neue Freundin. Und ja, ich filme dann wieder, wenn sie sich irgendwie traut, rauszukommen. Also, oh, da bewegt sich schon etwas. Sie hat sich ein bisschen gedreht. Oh, wie süß. Sogar das kleine Kätzchen ist fragwürdig. Oha, ich habe gerade einen richtig guten Moment gefilmt. Und zwar, wenn sie gleich rauskommen. Es kommt schon Bella. Let's go. Entschuldigung. Also, ich wollte eigentlich sagen, dass Flecky hier ganz ruhig sitzt und wartet. Ein bisschen aufgeregt ist er auch schon. Klettert überall rum. Und ja, also, ich glaube, bald wird sie rauskommen. Und ich hoffe, dass sie sich gut verstehen. Also, sie ist jetzt 5 Monate alt und Flecky ist 4 oder 5 Monate alt. Und nach circa 2 Monaten könnt ihr dann kleine Baby-Videos erwarten. Oh, sie geht raus. Oh mein Gott. Oh, toll gemacht, Bella. Bleib doch einfach hier. Also, hier warten schon alle Katzen. Wir müssen natürlich auch noch auf ihr Kindchen aufpassen. Das ist klein Whiskas übrigens. Ja, sie ist draußen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt sind zwei da. Also jetzt seht ihr auch, wie sie aussieht. So, ich wollte noch sagen, Entschuldigung, dass es so dunkel ist, aber ich wollte trotzdem mal filmen. Ich hoffe, das geht. Also sie hat unten hier so am Bauch, also wie Flecky eigentlich, ganz gefleckt. Boah. Jetzt haben die natürlich Angst. Also sie hat unten am Bauch so blaue Punkte und Flecken. Aber wir haben sie Flocke genannt. Hat auch jemand in die Kommentare geschrieben. Und sie hat jetzt auch ein bisschen grau an den Flügeln und so. Also Flecky versteht sich, glaube ich, gut mit der. Wir haben nicht schon Angst gehabt, dass sie sich irgendwie hauen oder so. Also eigentlich ganz gut. Also ich habe nicht erwartet, dass das so schnell ging. Also auf jeden Fall reden die schon miteinander. Und verstehen sich anscheinend gut. Das heißt, wir müssen keine Angst haben, dass sie irgendwie verprügelt wird. Also wie ihr seht, sind ihre Flügel ganz weiß. Und unten hat sie noch auf dem Rücken ein bisschen blau. Und ja, also größtenteils weiß, deswegen auch Flocke. Aber sie hat noch schon eine, so hellblaue Punkte. Jetzt haben wir Flocke und Fleck hier. Ein schönes Paar. Auf jeden Fall, ich habe gedacht, dass Flecky Angst haben wird oder so. Es ist auch so dunkel, weil wir haben sie erst um 19 Uhr, 19:30 Uhr gekauft. Und deswegen geht es nicht besser. Aber wir machen in den nächsten Tagen noch ein paar Videos mit ihr und Flecky. Also sie fühlt sich auf jeden Fall schon wohl. Das ist ein gutes Zeichen. Und ja. Also nochmal danke an Feuergriefer, weil von dem haben wir den Namen, Flocke. Und die hat natürlich auch sehr schon den Namen geschrieben, aber wir haben gedacht Flocke, weil sie so weiß ist. Und ja, also danke an euch alle und am meisten an dich, Feuergriefer. Okay, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ja, also ich erwarte noch ein paar Videos mit Flocke und Flecky. Also Flocke und Flecky sagen euch jetzt eine gute Nacht und tschüss, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss!